Stufe 1 unterstützt, bla bla bla, unterstützt Angriffsversuchen, da, 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 da. Ach, das ist ja geil. Oh, das ist ja nice. Ich finde Sachen aufleveln immer super nett. Deswegen fand ich das bei Skyrim damals extrem gut. So, meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Path of Exile auf der Xbox. Ja, wir haben hier ein paar Quests zum Annehmen. Und es tut mir leid, dass das so übertrieben scheiße aussieht. Wirklich, dass das einfach so nah rangezoomt ist, die Charaktere irgendwie so pixelig aussehen. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe geguckt, ob man es rauszoomen kann. Nicht möglich oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es nicht gefunden, deswegen müssen wir es jetzt einfach so vorlieb nehmen. Deswegen zweiter Part, weiter geht's. A dashing duelist, drenched and deserted on the dreary strand. That's the first line of the poem I'm writing about you, Exile. Oh wow, danke. Easy, lad. You could lacerate a bloke with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Go. Alas, my Merry Go is gone. My crew is gone. But my wits remain. After a fashion. Okay. Okay. Harold, the Merry Go's cook, washed up on the rocks over yonder. Mausetot, weil ich habe ihn eigentlich nicht begraben. Okay. Ach so, ich dachte, ich krieg jetzt von denen eine Quest, Digi. Still composing that poem. Oh krass, ich dachte, ich krieg von denen eine Quest. Moin, Nessa, was geht? Well, I never expected to see in exile. The maidens of Aureath must be wailing in their beds now that their mighty ja, okay. Ganz ehrlich, das werden wir jetzt einfach mal überspringen. Und ja. Wenn das jetzt hier einfach mal überspringen, einfach weil ich will euch da das Gameplay zeigen, die Story könnt ihr euch da dann selbst angucken. Alter, es ist so warm. Was können wir denn kaufen? Also Identifikationsrolle 2 kosten. Okay, cool. Das kann ich verkaufen oder was? Ja, ne? Ich würde gern verkaufen. Hier. Was macht das denn? Das hat 4 bis 9 Schaden. Das hat 10 bis 16. Ja, dann ist doch klar, was wir machen. Rostiges Schwert. Kaufen. Verkaufen. 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 Kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Be well. Super, danke. Was mit dir, Bestel? An island, a hop, skip and a wade offshore of the terraces. That's where my merry go ran aground. Okay, Nessa. Poor Ness. Ja, okay. Was haben wir hier? Gnadenmission reist nach die Gezeiteninsel und findet die Medizintruhe. Hier ist doch die. Wo war denn die Medizintruhe? Keine Ahnung, hier ist eine Truhe. Hier können wir Stuff ablegen, oder? Was ist das? Schriftrollenfragment. 2 von 5. Ein Stapel von 5 wird zu einer Idee. Ah, cool. Ein Kapseln. Nein, ich will das nicht abbrechen. Alter, nein. Schließen. Tschüss. Oh Gott, ist das anstrengend. So, mit dem sollen wir reden. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? Ja, danke. No, forget I asked. We exiles have no history. Dominus took it from us when he had his blackguards dump us in the water. Ja, okay, ganz ehrlich, das werden wir jetzt mal überspringen. Wir haben jetzt hier Fertigkeitsgemmen müssen in Fassung der passenden Farbe eingesetzt werden. Um die jeweilige Fertigkeit nutzen zu können, du kannst die Gemme jederzeit aus der Fassung entfernen. Zum Glück. So, was nehmen wir denn mal? Das. Wo sieht man denn die Farbe genau? Also das ist, würde ich jetzt sagen, rot, rot, grün oder was? Okay. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Rot. Wir könnten noch mal eine rote nehmen. Was geht denn hier? Angriff. Oh, cool. Lavaschlag, Spalten und Perforieren. Komm, Lavaschlag. Ja. So, Quest abgeschlossen. Okay, Löwenauges Wacht. Ja, okay. Das interessiert uns jetzt nicht. Ertrunkene. Interessiert uns jetzt auch nicht. Bestel. Hier, wir wollen das einfach alles auf Wiedersehen. Okay. Dann können wir doch jetzt erstmal ganz kurz die Fassung verlieren. Nein, da rein. Und dann haben wir jetzt. Naja, noch eine neue Attacke. Ist jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen verkackt. Wir gehen einfach mal. Hier unten ist doch dieses Portal. Ich will Monster schnetzeln. So, wir können jetzt da hoch, oder was? Da können wir lang, richtig? Ach so. Ah, okay. Dann sag mir mal, wie ich hier rauskomme. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Ja, wunderbar. Dann lasst uns die Küste betreten, dann können wir nämlich weiter. Es ist tatsächlich wie Diablo 2. Es ist irgendwie cool. Also. Ich weiß, ich gehe jetzt hier gerade nicht so ein bisschen auf die Story ein, aber. Ja, alles gut.
For now. Ja, easy. Das macht ja nichts. Wir werden hier... Ich würde, wie gesagt, super gerne rauszoomen, aber das kann ich nicht. Aber es wirkt hier auf jeden Fall draußen nicht mehr so krass pixelig. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Kannibalin. Ey! Ja, genau. Hau ab. Haut ab! Bäh! Na also. Boah, Alter. Da war der Doppelschlag. Hier haben wir... Ach, wir haben die... Oh, cool. Die Gemma hochgeschlagen. Hochgedingst, hochgestuft. Und jetzt? Ich hab doch gedrückt. Okay. Lass mal ganz kurz gucken. Das war wahrscheinlich der falsche Knopf. Nee, war es eigentlich nicht. So. Fassungen. Stufe 2. Für zwei Schläge. Ah ja, okay. Sieht man hier Stufe 2 versteckt? Ach ja, krass. Hier, guck mal. Stufe 1 unterstützt, bla bla bla, unterstützt Angriff, versuchen, da, da, da. Ach, das ist ja geil. Oh, das ist ja nice. Ich finde Sachen auflöbeln immer super nett. Deswegen fand ich das bei Skyrim damals extrem gut. Weil hier konnte man ja seine Skills auch auflöbeln, indem man sie benutzt hat. Konnte man bei Cyberpunk auch, aber ich hatte das Pech, Cyberpunk auf der PlayStation 4 zu zocken. Es wurde zwar alles gepatcht und gemacht und pipapo, aber ganz ehrlich, sieht einfach auf der PlayStation 4 aus wie Arsch, muss man sagen. Muss mal ganz kurz den Ton, glaube ich, noch mal ein Stückchen runter machen. Genau. So, und ich wollte hier, wo hatten wir es denn, Lebens... Hatte ich ja auch... Nee, kann ich nicht. Wo ist denn hier Lebensbalken? Das Überverbündete. Weg damit. Ja, weil das ist nämlich super nervig. So, wunderbar. Auch wenn wir damit wahrscheinlich eher auf die Fresse kriegen, aber es macht nichts. Wo? Oh, Alter! Boah, Digga. Nice. Ah ja, guck mal, die kriegen hier schön auf die Fresse, wenn ich die den Lavaschlag mache. Und die Karten einblenden. Ja. Achso, ja, das haben wir ja schon gesehen. Oh Gott, Alter. Das sind viele. Oh, das sind schöne Skills. Na komm. So. Können wir uns ja ein bisschen heilen. Ich weiß halt nicht, wie oft wir diese Heilgegenstände oder Mana-Gedöns bekommen. Oh ja. Das ist schön. Wieder eine Gem hochgestuft. Okay, ich habe gerade gedrückt gehalten, aber es ist nichts passiert. Na, soll mir recht sein. Dann gehen wir doch mal. Ja, schönes Ding. Guckt euch die Scheiße an, wie wir die platt machen. Wir sind schon bald wieder in Level Up. Nice. Na, komm her. Ja. Genau so geht's doch. Ey, ja, schön. Oh nein, ich hab die Lebensanzeige übersehen. Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Ach, ich kann... Ach so. Ah, alles klar. Okay, ich kann auch von hier laufen. Weiß Bescheid. Boah, Digga. Ist nicht dein Ernst. Boah, shit, Mann. Okay, wir kriegen auf jeden Fall auch Feuerschaden. Das ist schlecht. Aber gut zu wissen. Ja, die haben uns auf jeden Fall... Oh, was haben wir denn hier? Treibholz-Zauberstab. Was kann der denn so? Ist der besser? Nö, eigentlich nicht, ne? Kann ich den beide? Einmal und zweimal? Nee, geht nicht. Schade. Aber ansonsten habe ich... Was ist das da unten? Das ist eine Schriftrolle oder was? Umwandlungssphäre. Ja, brauchen wir nicht. So, hier war doch, da war doch... Verwitterte Schnitzarbeit. Okay. This sand with the force of destiny. At his back, the greatest war host in Cardui history tamed the wild sea, their canoes coupling with the land one by one. Lion-eyes gemlings met us with shining metal and bold words. Hyri's arrows withered their pride. Khan's axes silenced their despair. Ja, okay, alles gut. So, können wir nochmal? Irgendwas. Ich weiß nicht, was das da unten zu bedeuten hat. Soll das. Wir lassen es mal kurz volllaufen. Ach so, das ist. Ah. Ah, ich habe verstanden. Okay, wir müssen ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Das ist ja lässig. Und geht drauf. Nice. Wow, nein. Wir dürfen hier nicht im Feuer stehen bleiben. Ich darf das nicht vergessen.
Nice. Stufe 3. Bitch. Oh ja, wir kriegen da auf jeden Fall auch Schaden. Das ist schlecht. Aber der Loot wird seltener gedroppt irgendwie. Was haben wir hier? Ein Wams. Oh, der sieht aber gut aus. Wir haben noch keinen Wams, richtig? Nice. Dann kriegen wir hoffentlich jetzt weniger auf die Fresse. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit um die Fresse gekriegt, Mann. Ja, hier, siehst du, hat nichts gebracht. Na, du bleibst hier. Danke. Einer weg und noch einer. Nice. Das sind viele, viele Gegner. Oh, Kacke, Mann. Und ich bin tot. Mal wieder. Alter, die sind stark. Die sind echt stark, die Gegner. Ich meine, ich habe jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten, Skills zu verwenden, weil ich noch nicht so viele Skills habe, aber... Ja, die haben schon so ein bisschen Bums drauf, tatsächlich. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Dann können wir wieder da oben lang gehen. Aber die Gegner respawnen schon mal nicht. Das ist gut. Hm. Ist aber kein Problem. Gehen wir mal hier lang. Also ich habe mir tatsächlich sagen lassen, der Skilltree, den wir in der ersten Folge gesehen haben, das ist nichts. Der ist dreimal so fett anscheinend. Keine Ahnung. Also ich bin echt gespannt. Aber ich find's ziemlich cool, dass das Spiel so krass supported wird, ohne Scheiß. Und was ich, glaube ich, auch gelesen habe, ist erstmal Gegner platt machen und dann looten. Einfach damit das, was eben passiert ist, nicht passiert. Und tschüss mit dir. Ja, genau. Nice. Also, erst kämpfen, dann looten. Und tschüss, ihr Penners. Und eine Identifikationsrolle, als er damit. Hey, gib mir das Ding. So, du kriegst auf die Fresse. Beide. Hä? Was? Du lebst noch? Tschüss. Pff, glaub's ja nicht. Okay, da ist wieder ein Teleport. Das ist gut. Wir werden aber die ganze... Wir machen es wie bei Diablo. Die ganze Karte aufdecken. Die ganze Karte aufdecken, damit man hier schön looten kann. Komm, als her damit. So, wie weit geht das hier noch? Oh, das geht ja aber ein Stückchen. Wahrscheinlich ist nichts mehr. Aber vielleicht da unten? Vielleicht entdeckt mir ein kleines Secret? Ah, nö. Schade. Dann gehen wir mal oben wieder lang. Zu dem Teleporter gehen wir gleich. Gucken, ob wir hier noch was finden. Man kennt es ja von Diablo. Einfach die komplette Karte erstmal aufdecken. Und dann kann man ja immer noch zum Questziel. Läuft ja nicht weg, tatsächlich. Sorry, Penners. Nice. Aber ich habe das Gefühl, je mehr Gegner kommen, desto pixeliger wird's, oder? Kann das sein? Keine Ahnung, irgendwie. Oh, fuck. Na, komm her. Also. Immer schön heilen, das nicht vergessen. Habe ich eben die blöde Erfahrung gemacht. Aber so geht's doch mit dem Skill. Nice. Holy shit, Digga. Du, dein Feuerzorn. Der macht viel Schaden. Nein, diesmal überleben wir das. Also! Oh nein, ich kann das... Doch, ich kann das alles nehmen. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, erstmal Gegner platt machen. Danke. Genau so sieht es nämlich aus. So, dann lasst uns mal gucken, was haben wir hier. Ich würde ja gerne eine Doppelwaffe nehmen, aber das kann ich nicht. Oh, cool. Guck mal. Ah, schade. Aber was wir machen könnten, ist tatsächlich hier, guck mal. Zauberstab. Hier, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Aber da sind... Oh, hier, das sieht gut aus. Dann können wir nämlich hier doch die Fassung rausmachen. Die Fassung verlieren. So, da rein. Oh Gott, ist das ein Gefummel. Ohne Scheiß. Da rein. Dann haben wir noch die eine Fassung, das hier rein. Ja, geil. Sieht doch gut aus. So, und dich können wir nicht nehmen, weil... Identifizieren. Ja. Rüstung 8. Ich sag das Rüstung 6. Dann auf. Cool. Hier kann ich eine Gem... Ist das eine Gemme? Umwandlungssphäre. Die können wir noch nehmen. Warte mal, die hat 7 Rüstung. Was ist das hier? Die hat... Energieschild. Pff, brauchen wir nicht. Energieschild brauchen wir auch nicht. So, dann lass mal gucken. Wir haben hier
ein paar Identifikationsrollen. Oh Gott, das ist hier wieder ein Gefummel, ne? Oh, das ist ja lustig. Das macht ja Spaß. Oh, nee. Nein. Warte mal, kann ich dich bewegen? Oh, krass. Ich kann das gar nicht sortieren, oder was? Das ist ja blöd, oder? Doch, hier. Okay, passt. Gut, alles klar. Dann haben wir es doch. Sind wir jetzt ein bisschen gelevelt? Ich kann das Scheißding immer noch nicht aufnehmen. Ist nicht dein Ernst. Okay, dann, fuck it, brauchen wir nicht. Ist mir egal. Oh ja, hier. Nice. Kann ich denn damit auch blocken? Oder macht er das automatisch? Oder wie läuft das hier ab? Ich wüsste es jetzt gerne nicht, dass ich hier mit dem Schild völlig sinnfrei rumlaufe und das am Ende gar nichts bringt. Hm. Das ist ein Leichnam. Nehmen wir mit. Was hast du? Nix. Danke. Jetzt haben wir gleich die ganze Karte aufgedeckt. Genau das wollten wir ja eigentlich. Was heißt eigentlich, das wollten wir? Haben den kleinen Miniboss platt gemacht. Und da sind noch Wasserleichen. Wie komme ich da runter? Hier oder was? Ja. So, guten Tag. I believe in traveling light. Oh, wie viel hat denn der Baumstamm da oben? Oh! Fassung. Da, einmal. Ich würde es gerne verstauen. Ah ja, perfekt. Dann lassen wir das Ding, nämlich werfen wir das Ding ab. Und nehmen wir das mit. Wie jetzt? Ah doch, der hat's. Hä? Ach, Digga, ist nicht dein Ernst, Mann. So. Meine Güte, ey. Gelle? Meine Güte. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ja, dann ist es mir egal. Also auf das Inventarmanagement habe ich jetzt so gar keinen Bock. Ich fand das halt tatsächlich immer ein bisschen nicht identifiziert, Digga. Moment. Der auch nicht, oder? Doch, der ist identifiziert. Lass mal identifizieren. Oh. Hallo. Nimm mit. Kann ich dich werfen wir weg. Behalten. Warte mal, ich kann doch hier. Warte mal. Oh Gott, ey. Fassung. Das. Verstauen. Danke. Dann können wir das ausrüsten. Das werfen wir weg. Das sieht doch gut aus. Fassung. Na komm. Ja, perfekt. Und dann hier noch. Ein bisschen fummelig tatsächlich, aber man gewöhnt sich dran. So, dann haben wir hier noch die Fassung. Kommt da rein. Wunderbar. Siehst du mal, so geht's doch. Kann ich jetzt noch irgendwas mitnehmen? Ja. So, jetzt würde ich gerne. Ja, das ist jetzt in dem Sinne natürlich blöd, weil meine Skills für Schläger ausgedient sind und nicht für Bögen. Oder? Oder? Doch, ich meine schon, gell? Aber wir können ja mal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall keine Pfeile, das ist schon mal gut. Können ja einfach mal hier lang gehen und dann mal gucken, was da so geht. Da ist der Wegpunkt. Moinsen, Wegpunkt. Nice, sehr gut. Und da unten haben wir zwei Felder. Einmal die Gezeiteninsel, da wollten wir sowieso hin. Was haben wir da oben? Morastebene. Wir wollten in die Gezeiteninsel. Lass uns doch in die Gezeiteninsel gehen. Aber vorher mal den Scheiß verkaufen. Warum ist denn? Da unten. Ja. So, das geht bei Diablo aber auch schneller. Also bei Diablo 3, selbst auf der Switch, geht das sehr, sehr fix. So. Dann. Hi! Ich will Stuff verkaufen. Also, was verkaufen wir denn mal? Die brauchen wir nicht. Wow, das hat ja wunderbar funktioniert. So, verkaufen. Achso, hier. Das, das, das. Jetzt die Frage, was wir behalten. Also du gehst auf jeden Fall weg. Du bleibst nochmal. Rostiges Schwert geht weg. Der geht auch weg. Der geht weg. Der hat drei Fassungen, aber geht auch fort. Die bleibt nochmal. Oh, Treibholz. Du bleibst, kommst weg, aber ist was Scheiß drauf. Weg, weg. Nice. Und wie viele Schriftrollen habe ich jetzt? Nur ein paar. So, dann können wir dich doch nicht abwerfen. Ich würde. Da, Quatsch. Hier. So, ein bisschen aufräumen, weißt du? Aber da wir das Ding nicht benutzen können, kann ich denn diese Fassungen nicht einfach irgendwie. Nee,
Geht nicht. Geht nicht. Komm, dann verkaufen wir das Scheißding. Wobei, nee, weißt du was, wir packen das in die Truhe. Pack das Ding in die Truhe. Nein, oh, lecker, ey. Danke. So, wo ist jetzt mein, hier. So, dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal hier den Wegpunkt nochmal. Wo wollten wir hin? Wir wollten da oben hin. Na, wo haben wir es denn? Da. So, ich würde sagen, komm, wir gehen nochmal runter in die Gezeiteninsel und gucken uns den Spaß da an. So, Feuerschaden kann Ziele entzünden, brennen lassen und zusätzlichen Schaden zufügen. Okay, dann. Okay, die Ebenen sind also mit den Tageszeiten geknüpft. Das heißt, bei den anderen ist es immer dunkel und hier ist es... Oh Gott, Alter, was ist denn... Alter! Okay, klar, Alter! What? Krass, 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 krass. Bin ich so schlecht jetzt gerade oder was soll das? Kommt her. Oh, Moment. Mir fällt gerade ein, ich habe ja noch Skill, den ich verwenden kann. Fertigkeiten, komm. Fertigkeiten? Hallo? Fertigkeiten, Baum. So. Angriffsgeschwindigkeit. 10 Geschick, was haben wir hier? Ja, nehmen wir. Wunderbar, vielen Dank. Und weiter geht's. Wo ist der Rest? Na also, so geht's doch. Kommt her! Nein. Alter, wie viel halten die aus? Zu viel. Na also. Umwandlungssphäre, her damit. Gehen wir weiter. Wasserleichen. Oh Gott, da kommen fette Krebse. Kommt her. Oh Gott. Ja, nice. Okay, du bist mit Magie und Skills bist du auf jeden Fall hier. Ohne Stuff bist du gar nichts. Ohne Scheiß. Ich merke das ja gerade. Krass. Aber macht nichts, weil wir kriegen ja sowieso die ganze Zeit irgendwelche Heiltränke zurück. Aus Gründen. Was ich sehr gut finde. Und daher müssen wir da jetzt nicht dauerhaft irgendwie drauf achten, dass wir auch die Mana und so weiter verwenden. Weil das ist immer blöd, wenn man... Oh, verfickte Scheiße. Ist nicht dein Ernst. So. So, wer will auf die Fresse? Du, da hinten, ne? Boah, Alter. Ey. Du. Danke. Ah, Gott. Du kriegst jetzt schön auf die Fresse. Ja, ja, alles gut. Kriegen wir hin. Ist kein Ding. Eis gegen Feuer, würde ich sagen. Ey, komm her. Na also, geht doch. Medizintruhe, da ist sie doch. Dr. Zitterhand. Opten reist nur mit hochwertigen Medizin-Gegenmitteln und einem auffallend Vorrat an Opiaten. Ja, damit. Nice. Nice. So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Also, lass mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier ganz viel Stuff. Oh, mit Portalrollen gelangt man schnell in die Stadt. Was soll ich hier machen? Ja. Mit Portal... Ja, Digga, wo zeigt... Ach, das ist die Portalrolle, oder was? Portalrolle. Ich will aber nicht in die... Danke. Toll. So, warum hat das Ding mehr als das? Komm, scheiß drauf. Ausrüsten. Dann die Fassung. Da rein. Hier. Oh, Ausweichwert 13. Okay, cool. Handaxt. Wie gesagt, die würde ich auch gerne... Warte mal, aufnehmen. Ach, so geht da. Ah ja, da. Hätte ich das mal vorher gewusst. Zweihand-Geistschild. Komm, kann es. Ach, kann ich nicht benutzen. Identifizieren. Auf geht's. Danke. So, dich packen wir hier hin. Okay, langsam komme ich in das Game rein. Langsam komme ich rein. Das ist ja nice. Komm her. Einfach mal hier, was ist das? Kleines Fläschchen der Konfektion. 25. Ja gut, weißt du was, scheiß drauf. Dahin. Ja, wunderbar. Füllt sich das auch immer wieder? Das wäre auch cool. So, dann einmal hier hin. Wisst ihr was? Wir werden auf jeden Fall nochmal ganz kurz hier die
Ja, wir werden das hier nochmal... Oh Gott, was ist das denn? Meine Füße verschwinden. Guckt euch das an. Füße sind weg. So, ja, wir werden das gleich machen. Wir gehen gleich zurück. Ich will erst nochmal hier... Oh, Moment, wir haben einen neuen Skill. Wenn ich jetzt... Ah, nein, das passiert nicht. So. Na also. Genau so geht's nämlich. Genau so geht's nämlich. So, wir haben jetzt unseren Fertigkeitsbaum. Der ist er. Haben wir hier... Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Mach mir einen schnellen Schnetzler. Guck mal, wir kriegen hier auch wieder unser Stuff zurück. Finde ich sehr, sehr gut. Unsere Heilflaschen. Ja, guckt euch das an. Wir werden immer besser. Okay, das ist... ja, jetzt schnetzeln wir uns doch so ein kleines bisschen schneller durch. Nice. Aber wir sollten vielleicht gleich wirklich in die Stadt, weil wir uns mal weil wir mal Stuff verkaufen müssten. Und wieder eine Gemme hoch. Perfekt, Alter. Richtig gut. Und du hast hier noch einen Treibholzbombs. Okay. Alter, wie cool. Also jetzt, jetzt komme ich langsam rein. Jetzt macht es noch mehr Bock als vorher überhaupt. Ah, wie gerne ich das einfach komplett durchspielen würde. Ah, ist das nervig, wenn man keine Zeit hat. Können wir hier einfach rein? Ja, einfach so. Dann passt das. Na komm. Ja. Okay. Wisst ihr was? Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt hier mal einen Schnitt machen und mal gucken, ob ich nochmal Path of Exile aufnehmen werde. Ich kann es euch nicht versprechen. Vielleicht zocke ich es auch einfach mal so. Aber ja, wir werden auf jeden Fall mal weitersehen. War ein sehr schönes Angezockt. Hat mega Spaß gemacht und in dem Sinne vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin jetzt raus. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn euch das Spiel Spaß gemacht hat zuzugucken, das Spiel gibt's im Game Pass bzw. bei der Xbox umsonst. Ich glaube, ihr braucht halt auf jeden Fall dieses Online-Abonnement. Auf der Switch gibt's das leider nicht. Und auf der PlayStation braucht man irgendein komisches Abo. Das habe ich nicht gecheckt. Ich wollte es auf der PlayStation spielen, aber da braucht ihr irgend so ein komisches Abo für. Und ja, deswegen habe ich es auf der Xbox einfach installiert, was ja auch gut war. Da habe ich es nämlich aufgenommen. Und ja, in dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns im nächsten Part. Haut rein. Tschö.